Hallo zusammen, wir kommen heute zu einem neuen Thema, was Spannendes, der Vergaser. Wir werden uns mal anschauen, was überhaupt in so einem Vergaser alles drin ist. Wir werden uns die Bauteile anschauen, die Funktion. Wir werden sogar so weit gehen, dass wir das Ding zum Laufen bringen und danach diverse Einstellarbeiten machen, so nach dem Motto, jetzt weiß ich, wie es geht. So, hier haben wir zum Beispiel hier von der Firma Solex einen sogenannten Düsenvergaser. Und den schauen wir uns mal näher an, wie der aufgebaut ist. Auf einmal haben wir einmal ganz oben unseren Deckel. An dem Deckel ist hier der Kraftstoffeinlauf. Hier oben drin untergebracht eine sogenannte Kaltstarteinrichtung. Hier auf der anderen Seite gegenüber eine sogenannte Startautomatik. Weiter vorne hier haben wir Anschlüsse für Saugleitungen, Unterdruckleitungen. Wir haben hier oben Stellschrauben, wo wir später mal Drehzahl und Abgas einstellen können. Wir haben hier elektromagnetische Ventile, die gewisse Schaltvorgänge ausführen. Wir haben hier die Unterseite, hier mit der Drosselklappe und haben hier noch an der rechten Seite Düsen, die nach außen ragen und hier die Beschleunigungspumpe. Und jetzt werden wir den Vergaser einfach mal zerlegen, um zu schauen, wie die ganzen Bauteile funktionieren und an welchen Schrauben gedreht werden soll und an welchen Schrauben es besser lassen sollte. So, jetzt haben wir hier zu sehen einmal das Vergaseroberteil und hier sehen wir gleich das erste Bauteil, das Schwimmernadelventil oder SNV genannt. Als nächstes sehen wir hier oben drauf eine Deckeldichtung, die nehmen wir jetzt ab. So, und wenn wir auf der rechten Seite anfangen, sehen wir jetzt da drin eine Klammer, eine Halterung, die wir hier herausnehmen. Und jetzt kommt als erstes ein großes Bauteil hier heraus, den sogenannten Schwimmer. Den Schwimmer gibt es als Festschwimmer oder als Blechschwimmer in verschiedenen Ausführungen. Da kommen wir noch näher drauf. Und hier drin sehen wir schon eine große Kammer. Das ist die sogenannte Schwimmerkammer, wo der Kraftstoff vorgelagert wird. Hier an dem Vergaseroberteil, an dem Deckel, befindet sich das Schwimmernadelventil. Das Schwimmernadelventil wird einfach eingeschraubt. Wir lösen das mal, das Ganze, und drehen das Ganze mal heraus. Und unter dem Schwimmernadelventil ist eine sogenannte Distanzscheibe. Mit dieser Distanzscheibe können wir natürlich eine Distanz, eine Höhe regulieren. Das ist keine Dichtung, wo immer landläufig geglaubt wird. Und jetzt schauen wir uns mal die ganze Schwimmereinrichtung an. Die besteht jetzt eigentlich aus der eigentlichen Schwimmerkammer, wo der Kraftstoff vorgelagert wird. Irgendwann ist die Schwimmerkammer ja voll. Die würde ja überlaufen. Dass die nicht überläuft, haben wir einen Schwimmer, der sich hebt und automatisch auf diesen Schwimmernadelventil hier drückt und hier den Zulauf auf Deutsch sperrt. Mehr macht es nicht. Aber dazu gehört noch ein bisschen mehr. Denn dieses ganze Schwimmerniveau muss auf eine gewisse Stellung eingestellt werden. Eine der Möglichkeiten ist, den Schwimmerstand zu messen. Man nimmt hier einen Messschieber, fährt hier rein, misst mit tiefem Maß, wenn der Füllstand erreicht ist. Wenn der Schwimmerstand zu niedrig ist, auf Deutsch der Vergaser bekommt zu wenig Kraftstoff, haben wir ein Problem. Läuft der Kraftstoff über, das heißt, dass die Schwimmereinrichtung hier Schwimmer und Nadelventil nicht richtig funktionieren, läuft der Vergaser über. Und somit kommt es auch zu Schwierigkeiten. Da kommen wir später drauf. So, am Vergaser Schwimmerkammergehäuse haben wir hier diese Verschlussschraube geöffnet. Und wenn wir hier da reinschauen und mit den Schraubenzieher hier eingreifen und drehen, kommt es hier gleich die erste wichtige Düse zum Vorschein, die sogenannte Hauptdüse. Die Hauptdüse oder alle Düsen sind eigentlich kein Verschleißteil, weil die werden nur durch Kraftstoff durchflossen. Was man aber machen sollte, man sollte die Düse in der Hand nehmen und sollte hier mit einem Vergrößerungsglas mal nachschauen,
ob die Bezeichnung der Düse mit dem Datenblatt übereinstimmt. Weil die Hauptdüse ist ein Bauteil, wo später mal vom Teillast bis zum Volllastbereich der Kraftstoff dadurch marschiert. Und deswegen muss die unbedingt genau zu diesem Vergasertyp passen. Hier befindet sich die sogenannte Umluftregulierschraube. An dieser Schraube wird später mal die Drehzahl eingestellt. Die ziehen wir mal hier raus. Und da sehen wir vorne, dass es eigentlich keine Düse ist, sondern nur eine Stellschraube. So, hier ist eine der wichtigsten Schrauben am Vergaser, die sogenannte Gemischregulierschraube oder einfach zu Deutsch die CO-Schraube. Einmal hier mit einer Spitze, die absolut nicht beschädigt sein darf, und hier ganz wichtig aufgesetzt hier am Abschluss hier ein O-Ring zum Abdichten. Und eine einfache Methode, ob die Nadel noch gerade ist, gehe ich jetzt her, ich schiebe die mal an und dann muss die einfach hier sauber im Kreis drehen, ohne zu hüpfen. Das heißt auf Deutsch, diese Schraube ist in Ordnung. Hier an der Seite, was wir jetzt noch ausschrauben, ist ein sogenanntes Abschaltventil. Das ist hier angeschlossen an der Plusleitung vom Zündschloss. Gibt es in 6 Volt Ausführung, in 12 Volt Ausführung. Und sobald ich die Zündung ausmache, wird die Kraftstoffzufuhr unterbrochen. Weil wenn ich die Kraftstoffzufuhr nicht unterbreche, konnte es passieren, dass viele Motoren noch so nachblubberten und es kam zu unkontrollierten Verbrennungen. Dieses Bauteil ist eigentlich sehr robust gebaut. Man kann das später nur auf Funktion prüfen, ob der Schlüssel einfährt oder ausfährt, mehr auch nicht. Bei den meisten Vergasern waren die beiden Düsen oder auch nur eine, wenn dran ist, immer von außen zugänglich, die sogenannte Leerlaufdüse. Man hat diese deswegen von außen hingesetzt, weil das ist die Düse mit dem kleinsten Durchmesser. Und das war die Düse, die sich am meisten zugesetzt hatte, wenn der Vergaser verschmutzt war. Das heißt, man konnte hier, ohne den Vergaser zu zerlegen, diese Leerlaufdüsen ausbauen, ausblasen, reinigen und wieder einschrauben. Hier sehen wir deutlich den Mischrohrträger, und in den Mischrohrträger eingebaut ist hier oben die sogenannte Luftkorrekturdüse, und bei diesem Vergaser an der Luftkorrekturdüse angepflanzt das sogenannte Mischrohr. Bei manchen Vergasern ist es zweiteilig, hier ist das Ganze einteilig. Und jetzt sehen wir auch deutlich, hier haben wir Bohrungen mit unterschiedlichen Größen an unterschiedlichen Stellen, weil damit kann ich das Gemisch nachher in Verbindung mit der Luftkorrekturdüse im Teil- und Volllastbereich von mager bis fett regulieren. Eines der wichtigsten Düsen am Vergaser überhaupt. Hier oben am Vergaser befindet sich das sogenannte Beschleunigungsrohr. Und wenn wir hier anschauen, hat es einen genauen Winkel, wo es einspritzt. Das kann nämlich einmal hier auf den Austrittsarm spritzen. Es könnte aber auch theoretisch in die Mischkammer einspritzen. Da kommen wir später nochmal drauf. Wir bauen das jetzt raus, dazu hebeln wir das an und dann stellen wir fest, dass das ein einfacher Konus ist. Das heißt, wir müssen nachher sorgfältig beim Einbau das Teil verstemmen, dass das geklemmt wird. Hier an der Seite befindet sich der Deckel für unsere Beschleunigungspumpe. Nach dem Öffnen der 4 Schrauben, Vorsicht bitte, der Deckel ist federbelastet. Wir öffnen den, schwenken ihn nach außen und dann kommt diese Membran und eine Feder zum Vorschein. Die beiden Bauteile sorgen später mal dafür, dass ein Saug- und Druckhub stattfindet, dass quasi über das Beschleunigungsröhrchen quasi Kraftstoff in die Mischkammer eingespritzt wird. Unabhängig von der Beschädigung hier von der Membran ist der Werkstoff nach einer gewissen Zeit verhärtet. Man kann davon ausgehen, wenn man heute eine Vergaserinstandsetzung macht, dass dieses Bauteil immer generell ersetzt wird. Wir haben hier eine Feder. Die Feder sitzt hier im Gehäuse und die Feder sorgt für den Saughub. Und Sie können sich vorstellen, wenn die Feder drückt und der Membranwerkstoff ist ausgehärtet, schafft die kleine Feder nicht, den Saughub optimal zu gestalten, und somit stimmt die Einspritzmenge nicht. Nur mal zum Vergleich, ein neuer Werkstoff hier, der ist ganz lapprig, ganz weich,
der Membranwerkstoff, der kann schön federnd arbeiten und hier zum Vergleich total verhärtet. Also eine Ersetzung einer Membran bei einer Instandsetzung ist unabdingbar. Ja, hier an der Verlängerung des Pumpengehäuses sehen wir ein Hebelwerk und hier oben sehen wir eine Einstellmöglichkeit. Hier wird nämlich der Hub eingestellt und somit auch die Menge, wo später mal als Kraftstoff bei der Beschleunigung genutzt wird. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und hier eben ist die Möglichkeit durch die Stellschraube hier oben das zu verändern. Hier oben am Vergaseroberteil befindet sich hier unsere Starterklappe, die in Verbindung mit der sogenannten Startautomatik hier auf und zu geht. Dazu nehmen wir die Trägerplatte mit den drei Schrauben ab und nehmen hier das Teil hier ab und stellen hier fest, dass hier drunter auf der Rückseite eine sogenannte Bimetallfeder ist. Und wir sehen ganz leicht hier hinten versteckt noch so kleine Widerstandsdrähte. Das heißt, sobald der Fahrer die Zündung einschaltet, wird hier über Wärme die Bimetallfeder verspannt und tut hier die Klappe mehr schließen oder je nachdem, wenn das der Fall ist, wenn sie erwärmt wird, tut sie hier öffnen. Weiterhin verbaut unten drunter ist noch so eine Art Isolierscheibe und hier ist der Hebel, wo quasi hier direkt hier auf die Starterklappe wirkt. Bei dem Bauteil, wie auch bei den anderen elektrischen Bauteilen, ist darauf zu achten, dass der Vergaser mit der richtigen Spannung das Teil verbaut wird, wo auch im Fahrzeug vorhanden ist. Bei 6 Volt eben 6 Volt und bei 12 Volt 12 Volt. Das Teil kann man durch eine Anlegung einer Spannung prüfen, ob es arbeitet. Es hat hier noch Markierungsstellen, die wir später beim Zusammenbau nochmal wiederfinden würden. Ansonsten ist das Teil relativ verschleißfrei. Als letztes Bauteil oben an der Starterklappe haben wir hier eine Membran. Die machen wir mal hier runter. Kommt eine kleine Feder zum Vorschein und diese Membran hat den Auftrag, wenn die Klappe zu ist und wir beschleunigen, wird über einen Kanal mit Unterdruck die Klappe aufgerissen und es entsteht ein sogenannten Starterklappenspaltmaß. Und der kommt je nachdem, was der Hersteller vorschreibt, geprüft werden. Dazu nehmen wir die Membran hier raus und es ist auch wieder hier ein ganz normaler Membranwerkstoff, der hier mit Gestänge verbaut ist. Hier sieht man deutlich die Steuerung, wie hier über die Membran, über ein Hubwerk, hier der Eingriff hier auf diese Hebelwelle bzw. hier der Eingriff hier auf die Starterklappe geregelt wird. Wir haben jetzt hier einen sogenannten Standardvergaser zerlegt und im Laufe der Zeiten durch die immer schärfer werdenden Abgasbestimmungen ist mittlerweile der Vergaser durch Anbauteile, elektronische Regelungen ein Meisterwerk geworden, wo immer kompliziert wird, wo man sich dann näher mit dem Teil beschäftigen muss, wenn man sowas instand setzt. Und danach werden wir den Vergaser mal anschauen, wie er quasi im wahren Leben auf dem Motor sitzt und wie man dann dreht, um eine optimale Einstellung zu erwirken. Ja, hallo, wir sind jetzt hier am lebenden Objekt. Hier sehen wir bereits einen VW-Motor mit einem aufgebauten Vergaser, der genau dasselbe entspricht, wo wir zuvor zerlegt haben. Wir haben den hier verschraubt, haben alle elektrischen Anschlüsse angesteckt und haben die Kraftstoffversorgung hier über die Pumpe hergestellt. Und jetzt schauen wir uns an, was wir hier alles verstellen müssen, dass überhaupt der Motor anspringt. Wenn wir zum Einstellen des Vergasers kommen, gibt es jetzt hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. Eine ganz wichtige Grundlage jedoch ist das Einstellen der Drosselklappe. Bei vielen Modellen ist die Drosselklappe, die Drehzahl hier an der Anschlagschraube zu verstellen. Bei diesem Vergasertyp jedoch nicht. Dieser Vergasertyp hat zur Drehzahl an der Seite die sogenannte Umluftregulierschraube. Trotzdem muss die Drosselklappe hier in eine Grundanstellung gebracht werden. Das heißt, wir drehen hier oben an der Stellschraube so lange, bis die Schraube an der Stufenscheibe des Vergasers anliegt und drehen die so weit zurück, dass wir einen Luftspalt hier oben haben von 0,1 bis 0,2 mm, dass die Drosselklappe in ihrer Grundanstellung kommt. Jetzt kommen wir zu was Spannendem.
Wir haben hier zwei Schrauben, einmal die große für die Drehzahl und einmal die kleine für das Gemisch oder sprich die CO-Schraube. Und wie die richtig wirken, zeige ich jetzt an einer kleinen Schautafel. Hier haben wir die beiden Schrauben wieder. Hier die spitze Schraube, die wir schon mal kennengelernt haben, die sogenannte Leerlauf-Gemisch-Regulierschraube oder auch CO-Schraube genannt. Und hier diese fette mit diesem runden Bauch, die sogenannte Umluft-Regulierschraube. Und jetzt sehen wir auch deutlich hier die Drossellappe. Und bei geschlossener Drossellappe sehen wir hier einen sogenannten Bypass-Kanal. Und über diesen Bypass-Kanal wird einmal hier der Kraftstoff reguliert über die sogenannte CO-Schraube. Und einmal wird hier über den Kanal die Luft reguliert, über die sogenannte Umluftregulierschraube. Und ihr könnt euch vorstellen, dass hier wechselseitig zwischen Gemisch, zwischen Kraftstoff und Luft hier ein entsprechendes Gemisch zurecht gemixt werden muss. Und das verstellen wir mit diesen beiden Schrauben. Also, wenn ich an der einen Schraube drehe, verändere ich den Kraftstoff, an der anderen die Luft, und jetzt müssen wir beide wechselseitig in eine Grundeinstellung bringen, dass das Gemisch so verbrannt wird, dass es im Prinzip zu einer vollständigen Verbrennung kommt, weitgehend vollständigen Verbrennung. Für alle Einstellarbeiten am Vergaser bitte immer auch Werkzeuge benutzen, die von der Klinge her einen sauberen Einstich haben, saubere Fläche haben, dass keine Verletzung an den Einstellschrauben passiert. So, jetzt machen wir eine sogenannte Grundeinstellung, weil man kann sich vorstellen, wenn ein Vergaser zerlegt wurde oder der Vergaser wurde verstellt, dann muss ja erstmal der Motor anspringen. Dass überhaupt der Motor läuft, gehen wir jetzt her und drehen als erstes mal die Drehzahlschraube feinfühlig mit zwei Fingern rein bis zum Anschlag. Und drehen die Schraube einfach mal eine halbe Umdrehung raus. Halbe, halbe, halbe. Das heißt, wir haben jetzt die Umluftschraube reingedreht bis zum Anschlag und dann eine halbe Umdrehung raus. Das gleiche machen wir jetzt mit der CO-Schraube. Wir drehen die CO-Schraube rein und drehen die auch eine halbe Umdrehung raus. Das heißt, wir haben jetzt die Kanäle geöffnet und jetzt müsste der Motor anspringen. Und erst am laufenden Motor kann man eine optimale Einstellung vornehmen. Und was noch ganz wichtig ist, der Motor müsste betriebswarm sein. Und dann kann es passieren, dass man den Motor, wenn er längere Zeit stand, nochmals mal fahren muss, weil Abrieb, Ablagerungen bei der Verbrennung mit verbrannt werden, dass man nochmals eine Einstellung machen muss. Also nicht einfach hergehen, Motor starten, im Kaltlauf einstellen, sondern Motor immer warm fahren und dann eine optimale Einstellung vornehmen. Wir lassen jetzt den Motor mit dieser Grundeinstellung mal an, starten ihn, lassen den warm laufen und dann mache ich die Einstellungen mit Schraubendreher vor. Ich erkläre nach abgestelltem Motor das Ganze nochmal, weil bei laufendem Motor das Einstellen und das Sprechen und Hören nicht ganz optimal ist. Deswegen werde ich jetzt erstmal die Einstellung vornehmen und erkläre Ihnen dann nochmal ganz genau, was ich gemacht habe. Dann geht über den Gas hoch. Kann ich die Drehzahl nochmal reindrehen, dann merke ich, wie förmlich ich den Motor fast die Luft abdrehe. Und dann gehe ich wieder raus. Wichtig beim Schrauben immer ein bisschen Zeit geben, dass der Motor darauf reagieren kann. Jetzt läuft der Motor total unrund.
Er zieht nur minimal Kraftstoff, das hört man ja, weil das würde Motor nicht laufen. Jetzt gehe ich mal her und drehe zuerst mal an der Gemischreguliertraube. Jetzt merke ich, jetzt habe ich nur mehr Kraftstoff gegeben. Jetzt gebe ich hier noch die Luft dazu. Wenn ich beide Schrauben wechselseitig so eingeschraubt habe, dass ein optimaler Rundlauf ist, im Stand, dann stimmen beide. Was man wichtig sagen muss, beide Schrauben, die Gemischregulierschraube und die Drehzahlschraube, kann ich nur im Leerlauf prüfen, weil sobald ich den Übergang habe von Leerlauf zu Teil- und Volllast, sind die beiden Düsen nichts mehr aktiv. Deswegen sind die nur für den Leerlauf verantwortlich. Ich habe gerade bei laufendem Motor diese Leitung hier abgezogen. Diese Leitung dient zur Verstellung des Zündzeitpunkts in Richtung Früh. Und wenn wir hier diese Schlauchleitung anschauen, geht die Schlauchleitung hier hoch und steht oberhalb der Drosselklappe. Und wenn die Drosselklappe in der richtigen Grundeinstellung steht, dann haben wir bei Leerlaufdrehzahl und geschlossener Drosselklappe hier oben nur Atmosphärendruck, das heißt, hier auf dieser Leitung darf beim Abziehen kein Unterdruck und somit auch die Unterdruckdose nicht wirksam sein. Wenn wir hier abziehen und spüren, dass die Drehzahl sich verändert, dann stimmt die Einstellung hier unserer Drosselklappe nicht. Wir haben an der CO-Schraube gedreht, so lange, bis die Drehzahl anstieg, und in dem Moment, wo die Drehzahl nichts mehr anstieg, habe ich die CO-Schraube eine halbe Umdrehung reingedreht. Und danach mit der Umluftregulierschraube die Drehzahl angepasst. Das heißt, wir müssen immer beide Schrauben wechselseitig drehen, um einen optimalen Rundlauf- und Leerlaufdrehzahl zu erreichen. So, nach einem erfolgreichen eingestellten Vergaser kommt noch ein kleiner Hinweis dazu. Wir haben jetzt die ganze Zeit gefilmt ohne Luftfilter. Wenn wir den Luftfilter aufsetzen, verändern wir oben den Lufteinzug. Und das heißt, wir müssen unter Umständen nochmal an der Drehzahlschraube die Drehzahl verändern. Ihr habt gesehen, so ein Zerlegen vom Vergaser und das Aufbauen vom Vergaser, wie auch das Einstellen, ist kein Hexenwerk. Man muss eben die richtige Reihenfolge beachten. Was natürlich vom Vorteil ist, wenn man alles eingestellt hat, dass man vielleicht noch in eine Fachwerkstatt mal kurz fährt, den CO nochmal mit einem Testgerät überprüfen lässt, ist aber wie hier nicht notwendig gewesen, weil man hat gesehen, wir sind hier mit einer Grundeinstellung ziemlich weit gekommen, und Sie werden feststellen, wenn die Grundeinstellung richtig ist und der Vergaser funktional ist, dass Sie später mal in der Werkstatt oder auch beim TÜV keinerlei Probleme mit einer echten CO-Messung haben. Jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß beim Zerlegen, Zusammenbauen und beim Einstellen eures Vergasers.